folge mal dem Weg. Hier? Ja? Ja? Was ist da? Nichts, okay. Ach, hier sind ja überall. Ach so, aber die rennen weg, okay. Okay. Gut, die hätten wir sowieso nicht bekommen dann. Wenn wir nicht über die Schleichenfähigkeit verfügen. So. Oh, ein blauer Wulstling. Den nehme ich gleich mit. Boah, habe ich mich gerade... Huch, ein... Mann, der war schwer zu besiegen, muss man einfach sagen. Gold hat er dabei gehabt. Was ist hier drin? Oh, Gold und Goblin-Keulen und Früchte. Und was ist das? Armschienen. Ach, na sieh mal einer an. Hier, Armschienen. Sind für einen, diese Rüstungsteile sind für einen Goblin viel zu groß. Hier können wir dann noch Helm und sowas anziehen. Also wir können uns langsam machen. Gut, da ist noch ein blauer Wulstling. Haben wir schon zwei. Und da sind auch nochmal dann... zwei Gesellen. Wow, nein. Ach, Kacke. Jetzt zockt man so viel. Nein. Alter. Jetzt zockt immer so viel, wenn die diesen Schlag machen. Und ausweichen weiß ich nicht, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. Okay, da dürfte... Ja, da ist noch ein Wulstling. Ich frage mich eigentlich, was das hier für Steine sind, dass die so leuchten. Okay, ich habe eine Idee. Nein! Und komm. Okay. Haben wir den? Jetzt ganz langsam. Ja, super. Puh. Gut. Ich wollte es einfach nur mal ausprobieren. Also es funktioniert aber nicht so gut, wie einfach drauf zu hauen. Aber es funktioniert, das war mir wichtig. Da sehe ich doch noch eine Truhe. Oh, mit Gold und Bandagen und Almas Bestem. Und hier sind Äppelchen. Es liegt da eine Schriftrolle. Hallo? Nimm den Apfel. So. Und hier ist doch noch ein blauer Wulstling. Ist das noch irgendwas? Hier noch irgendwas? Das sind große Pilze. Ich guck mal gerade, was wir aufgenommen haben. Kochrezept für gegrilltes Fleisch. Zähes Fleisch kriegst du auch weich, wenn du mit der flachen Seite deines Schwerts raufdrischst. Das ist gutes Deutsch. Du kannst auch ein Pergament wickeln und dir in die Stiefel schieben. Das schont deine Füße und am Ende des Tages ist das Fleisch schön zart und mürbe. So, gut. Ich gucke mal gerade. Chemie essbares gegrilltes Fleisch. Gut. Können wir dann gleich 12 Mal machen. Und ich glaube, das kann man besser essen als irgendwie da normales, ungekochtes, rohes, sehniges Fleisch. Ah, guck mal, da hinten ist wieder so ein Süßi. Kriegen wir den? Nein! Okay, 3 Schüsse braucht auch der. Ich glaube, die Orks hatten, Goblins hatten auch 3 Schüsse. So, nehmen wir mit. Einen noch. Ja, ich will den... Hallo? Ach, ist das schön, aus der Höhle zu kommen und zu wissen,
dass draußen jemand wartet, der einen liebt. Nee, was laber ich denn hier schon wieder? Na ja, doch, mehr oder weniger. Wir haben ja die Tussi. Hatten wir nicht gerade noch... Oh, man schaue mal unten auf die Lebensanzeige. Wir regenerieren uns. Lebensmäßig, da schon wieder. Wo sind die Wulstlinge? Die Wulstlinge, sie sind da. Aber du hättest mich auch von den Goblins in der Höhle warnen können. Du hättest mich ruhig vor den Goblins in deiner Höhle warnen können. Oh, Uruk hat's vergessen. Die Goblins hauen immer ab, wenn Uruk kommt. Woher das, woran das wohl liegt? Ich würde gerne auch abhauen, wenn du kommst. Naja. Ah, ich hab sie gefunden. Hier sind die Wulstlinge. Ich hab sie gefunden. Guter Diener. Schneller Diener. Was ist mit dem Bernstein? Kannst ihn haben, Hirte. Halven soll was Schönes draus machen für die junge Herrin. Ja, dann haben wir jetzt einen Gegenstand und dann können wir gleich ein bisschen Schmiedehandwerk begutachten. So. Lalalala, der Halven. So, hier, ich schmeiß ihn dir hin. Mach was Schönes. Hast du den Bernstein? Ja. Hier ist der Bernstein. Sehr gut. Ich habe schon alles vorbereitet. Nur der Bernstein muss noch in die Fassung. So, das wär's. Zufrieden? Gute Arbeit, Halven. Sieht ziemlich edel aus. Aufgeregt? Wegen Ivy? Ein bisschen. Mach dir keine Gedanken. Sie ist ja schwanger. Da wird sie nicht Nein sagen. Was? Oh, du, sie hat's dir noch gar nicht gesagt? Ivy ist schwanger? Wie? Habt ihr etwa nicht... Du weißt schon. Doch, aber... Na, dann sollte dich das nicht überraschen. Hier, nimm den Armreif und geh zu ihr. Das wird schon. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber... Ganz im Ernst, also ich würde auch sagen, jetzt kann man es mal auflösen. Bis hierhin habe ich gespielt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so das Gefühl, irgendwie... Ich weiß nicht, ich glaube, das Kind kommt nicht von uns. Beziehungsweise, wenn sie schwanger ist, ja, dann kommt das Kind nicht von uns. Sonst wäre nämlich der nette Herr Protagonist hier nicht so erstaunt gewesen. Jedenfalls glaube ich das. Ich bin mir ja nicht sicher. Naja, wir werden es sehen. Hallo, Ivy. Du bist schwanger? Wer hat das gesagt? Halven. Dieser Idiot. Also bist du's. Ich habe mir immer ein Kind gewünscht. Du nicht? Doch, das kommt nur so plötzlich. Na dann, wolltest du noch was anderes von mir? Ja, also dieses geschickte Überspielen des ganzen Themas, finde ich, ist auch entweder eine Frauensache oder ein Anzeichen dafür, dass sie einfach nicht antworten will oder irgendwie da, naja, ich weiß nicht. Kommt mir alles so ein bisschen zweideutig vor. Mal gucken. Dein Vater hat mir seinen Segen gegeben. Und hier habe ich einen Verlobungsarmreif für dich. Willst du mich heiraten? Ja. Ja? Unter einer Bedingung. Was? Du musst mir versprechen, dass wir gleich nach unserer Hochzeit nach Argan reisen. Du bist schwanger. Eben. Und bevor ich kugelrund werde, will ich einmal ein echtes Abenteuer erleben. Und von dieser öden Insel runter. Dann rede ich besser mit Diego. Und beeil dich. Schließlich wollte er Fisch hier verlassen. So, ich bin wieder eine Stufe aufgestiegen, aber ich muss ja sagen, ich habe so ganz allmählich ein bisschen das Gefühl, ich weiß, wo die Reise hingeht. Oh, süß. Doof, dass er kleiner ist. Es steht wahrscheinlich tiefer, oder nicht? Guck mich an, wenn ich mit dir reden möchte. Oder ein Thumbnail vorbereiten möchte. Oh. So. Könnte man als Thumbnail verwenden, wenn man das denn gerne möchte. Aber jetzt reden wir erstmal mit dem Typen. Müssen wir das überhaupt? Ich guck mal gerade. Lalalala. Huch, da bin ich ja falsch, das war das Inventar. Hier Fernweh. Ja, Fernweh. Genau, rede mit Diego, Auftrag markieren. Gut.
Ja, ich weiß schon so in etwa, wo sich das Abenteuer wahrscheinlich hinbewegen wird. Wir machen unsere Flitterwochen auf in Argan oder auf Argan. Und da müssen wir dann, da spielt sich dann die richtige Story ab. Das ist hier offenbar alles nur so ein bisschen, was weiß ich, Anfang, Intro, was weiß ich. Huch. Knut, was willst du? Dir einen aufs Maul hauen. Ivy gehört mir. Ja, dann muss ich dich wohl umbringen. Du Arschloch, mit dir werde ich fertig. Na dann lass uns kämpfen. So, dann dürfen wir ihn ja endlich umbringen. Hör auf, du hast gewonnen. Ich möchte dich gerne umbringen. Wo ist denn hier... Lass Ivy in Zukunft in Ruhe, hast du verstanden? Ja doch, ja. Ich lasse ihn in Ruhe. Der eifersüchtige Bauer. Ich will dich umbringen, du Kackarsch. Knut. In ein Eisbär. So. Gut. Was machen wir denn dann jetzt? Also, wo war ich denn gerade hier? Buschcamp. So, wo war ich denn gewesen? Genau. Wir gehen wahrscheinlich nach Argan, machen da Flitterwochen und dann müssen wir da unser Abenteuer machen und dann kommen, da geht's da so richtig ab. Das hier ist alles nur ein bisschen Vorgeplänkel und bevor ich zu dem netten Herrn gehe, würde ich gerne mal nach da oben, weil ich habe keine Ahnung, was da ist, weil ich gehe einfach mal ganz stark davon aus, dass der da unten ist. Ich gucke mal. Ach, wir sind ja auch aufgestiegen. Gut, wir haben wieder 3 Fähigkeitenpunkte. Ich schalte mir hier mal Stück für Stück ein bisschen was frei. Präzision, ja, da tun wir mal ein bisschen was drauf. Und Kampfgeist können wir auch noch mal ein bisschen was drauf tun. Dann, oder... Aha. Okay, ich sehe schon, wir machen das Ganze am besten mal da drauf. Und dann speichern wir das und dann ab dafür. Ich habe das nämlich gerade kurz durchgelesen und, also, was wollte ich jetzt gucken, genau, ob der da steht, da am Boot? Nee, okay. Das Meer hatte gerade irgendwie so eine komische Verfärbung. Muss irgendwie die Morgensonne sein oder irgendwie sowas. So, dann rollen wir mal hier den Berg hoch. Nee, natürlich nicht. Wir laufen den diszipliniert, nehmen uns mal noch einen Apfel als Proviant mit. Okay, hier ist ein bisschen steil auch alles. Hier ist ein Wasserfall. Majestätisch auch. So, wo geht's denn hier hin? Hier ist irgendwie so ein Picknickplatz für Wanderlustige. Oh, lass mich durch. Okay, hier ist gar nichts. Die kann ich mitnehmen. Und hier ist irgendwie... Huch. Alter! Nicht cool. Er ist ja gerade so lang gesurft. Hat man vielleicht gesehen, aber ich habe auch nichts gedrückt, ne? Nicht irgendwie so tastaturmäßig. Ist ja auch cool hier. Gefällt mir aber ein bisschen laut. Dann gehen wir mal hier rein, in der Hoffnung, dass es leiser wird. Aber hier dieser riesen Wasserfall macht auch seine Geräusche. Aber das ist auch schon cool. Naja, wohnen möchte ich so nicht, aber trotzdem die Idee an sich, dass hier irgendwie so dieser Bandit irgendwo oben wohnt in... Kann jetzt nicht benutzt werden, naja dann. Wir haben noch ziemlich viel zu entdecken. Ich guck mal gerade auf die Map. Oberfläche anzeigen. Ja, wir haben noch ein bisschen was zu entdecken. Also wir kennen auch erst einen relativ kleinen Teil. Wir müssen noch mindestens 2x so viel entdecken, bevor wir nach Argan reisen. Schade eigentlich. Gut, dass du da bist.